Hallo, hier wieder hier beim Stöpsel. Hier wieder bei mir zu Hause. Hallo, das ist mein Auto, womit ich jetzt gerade fahre. Ja, und viel Spaß. Gegen das Hütchen gefahren. Ja, ist aber nicht schlimm. Bleibt auf dem Dach. Aber das Auto ist ziemlich rumbuckt. Von daher ist einiges dabei wirklich kaputt geht. Was man dann auch nicht sehen kann, ist dann die Karo. Ja. Normalerweise kann man sich, braucht man dafür auch kein Hütchen oder so. Man kann da einfach, wenn man sich da. Wenn man auf einer Schule fahren will, dann reicht das auch, wenn man sich da hat. So wie ich hier auch ein bisschen Fehlband oder so gemacht habe. Oder so, das reicht für mich. Wobei ich dann, wenn man lang fahren soll, und das macht dann auch schon ganz viel Spaß. Du hast hier bei dem Mini-Zelt hast du kein Reifenverbrauch. Dafür hast du mit den vorderen Reifen eigentlich ziemlich lange. Kannst, wenn du das Auto kaufst, hast du da andere Reifen mit dabei. Die hinteren sind dabei nicht so gut. Damit kommt immer das Heck. Aber die Vorderreifen, die kann man da drauf lassen. Und das ist dann das Gute daran, weil die kann man lange fahren, die Vorderreifen. Beim Baukasten, die kann man so lange fahren, dass man dann die Zettel fahren will. Ja, und die hinteren, da müsste man sich nochmal Muskuli holen oder Hohlkammer. Wie gesagt, ich fahre hier in der Hohlkammer. Vorne wie hinten. Ja, dann gibt es dann noch verschiedene Felgen dazu, verschiedene Karos. Aber das braucht man eigentlich alles nicht. Man kann das durch eine Standard-Auto kaufen. Ich habe eine Karo, die ist eigentlich auch eigentlich egal. Und ja, eigentlich auch relativ simpel einzustellen, das Fahrzeug. Ja, eigentlich schön fahren auch. Wenn man nicht unbedingt gerade mal, es ist recht im Winter, wenn man zum Beispiel irgendwie Autofahrer ist oder so, dann ist das hier eigentlich ganz geil. Du hast mich dann auch so, von daher ist schon was Schönes so. Gibt es auch richtig Wettbewerb und so. Weltmeister ist der Lukas Ellerbrock. So. Dann gibt es aber jetzt auch wieder verschiedene Autos dabei. Aber das hier, das ist schon, da muss man eigentlich auch nichts tun und so. Das ist schon so richtig, richtig geil. Ja, das war für heute mein Video. Ich bin am Wochenende. Am Wochenende sehen wir uns in Bremen. Da werde ich wieder ein paar Videos machen. Ja, und ja, bis dann. Tschüss.